Stellen Sie sich doch mal vor, Sie hätten anno dunamals den Nobelpreis bekommen für, sagen wir mal, ach, ein Buch über einen trommelnden Zwerg mit Fistelstimme und irgend so eine Trulla, die Aale auskotzt. Glückwunsch, nachträglich. Aber jetzt, 1000 Jahre später, sitzen Sie nur noch in Ihrem zugequalmten Wohnzimmer, bürsten sich das Frühstücksei aus dem Schnurrbart und beten, dass endlich mal wieder das Fernsehen anruft. Was machen Sie da? Ganz einfach, Sie schreiben ein Gedicht über Israel. 2 Sekunden später halten 300 Ü-Wagen mit quietschenden Reifen in den Stiefmütterchen vor Ihrem Alpenstift. Gott, was eine berechenbare Scheiße. Hier, ich habe auch ein Gedicht geschrieben. Nahe Osten, kompliziert, hat der Günther nicht kapiert. Täter, Opfer, scheißegal, ein Günther Grass, der schreibt erstmal. Hey, in deinem eigenen Interesse, halt doch einfach mal die...